Brauchen Sie mich noch, Herr Kuhner? Ja, vielleicht, ich weiß noch nicht. Haben Sie noch zu tun? Ich habe noch in der Garage zu tun. Ja, vielleicht fahre ich später noch mit meinem Sohn in die Stadt. Da steht ein Wagen draußen. Ist jemand gekommen? Ja, ein Herr hat einen Schlüssel gebracht für ihren Sohn. Er ist im Garten. Guten Tag. Sie wollen einen Schlüssel abgeben für meinen Sohn? Was für einen Schlüssel? Für das Apartment 102. Das Schloss wurde ausgewechselt. Na, das wird sich wohl um einen Irrtum handeln. Mein Sohn hat kein Appartement. Wo? Hochhaus, Ringstraße, Achim Kronau. Hauptadresse diese. Aha. Aha. Ist Ihnen etwas davon bekannt? Nein. Ich bin selbst ganz verwundert. Entschuldigen Sie bitte. Ja, zeigen Sie mir. Das ist wohl eine Rechnung. Achim Kronau, stimmt. Stimmt alles. Ein Schloss wurde ausgewechselt? Ja, schneller als erwartet. Deswegen bringe ich den Schlüssel. Ja, geben Sie her. Ich gebe ihn meinem Sohn. Wo ist er? Er hat eine Vorlesung. Ja, vielen Dank also. Muss das gleich bezahlt werden? Nein, nein, das wird abgebucht. Bitte. Parken Sie den Wagen und warten Sie auf mich. Ja. Ich bin der Vater. Sie wollen sicher meinen Sohn sprechen. Ich wollte nur die Wagenschlüssel abgeben. Der Wagen steht in der Garage. Besten Dank. Kann ich raufkommen? Ja, kommen Sie nur herauf. Wer sind Sie denn? Ich heiße Kronau. Ich bin der Vater. Der Vater? Ach, richtig, Ihr Bild steht da auf dem Schreibtisch. Tut mir leid, ich habe Sie nicht gleich erkannt. Ist Achim nicht da? Nein, Achim ist im Moment nicht da. Ja. Sie wissen, wer ich bin. Jetzt sagen Sie mir, wer Sie sind. Also, Sie wissen doch, was los ist. Ich meine, Sie sind doch sicher mit im Geschäft. Ja, ich bin mit im Geschäft. Kann ich jetzt haben? 300 Gramm, abgepackt wie immer. Was ist denn los? Habe ich was gesagt, was Sie nicht verstehen? 300 Gramm... wovon? Mann, machen Sie mich nicht krank. Also, ich verziehe mich jetzt. Und Sie klären die Sache mit Ihrem Sohn. Einverstanden?
Herr Kronau. Tag. Herr Beckum, was machen Sie denn hier? Ich bin mit Ihrem Herrn Vater gekommen. Ach, und wo ist er? Ich weiß nicht. Er sagte mir nur, ich soll warten. Ihr Vater ist oben in der Wohnung, Herr Kronau. Ach, Ihr Schloss ist heute ausgewechselt worden. Wie ausgewechselt? Ja, kann ich dann den neuen Schlüssel haben? Tut mir leid, den hat Ihr Vater. Dankeschön. Was hast du gesucht, Vater? Frag mich nicht, was ich gesucht habe. Frag mich, was ich gefunden habe. Sieh nach! Vater, wo ist es? Ich habe es heruntergespült! Mein Sohn handelt mit Heroin. Ich kenne mich da nicht so aus, aber ich nehme an, dass es Heroin war. Ja, was stehst du so da? Ich brauche eine Erklärung! Hörst du mich nicht? Lass mich los! Ich versuche dir mal etwas zu erklären. Ob du es verstehst, weiß ich nicht. Aber es ist ziemlich einfach. Du hast nie viel von mir gehalten. Ja. Du hast es mir sogar übel genommen, dass ich nicht deinen genialen Kopf habe. Ich wollte mir beweisen, dass ich es zu etwas bringe. Und zwar ohne dich. Und egal wie. Egal wie? Ja, egal wie. Da wunderst du dich? Das ist doch üblich heutzutage, egal wie. Wir haben heute eine Egal-wie-Zeit. Vater, weißt du, was du da weggeschüttet hast, was du da einfach so runtergespült hast? Weißt du, was das war? Das war Ware im Wert von 100.000 Mark, die ich schuldig bin. Ich muss jetzt 100.000 Mark aufbringen, weil sie von mir verlangt werden. Vater, diese 100.000 Mark musst du mir geben. Nenne mir die Leute, denen du sie schuldig bist. Wir werden sie der Polizei übergeben. Polizei? Ja, der Polizei. Ist das ein Fremdwort für dich? Ja, das ist ein Fremdwort für mich. Und für andere Leute auch. Aber du verlangst im Ernst, dass ich dir 100.000 Mark gebe? Weil mir diese anderen Leute sonst den Hals umdrehen werden. Willst du mich abnehmen? Nein. Du hast keinen Hunger? Nein. Ich kann nichts essen. Wir sind in einer Situation, aus der wir einen Ausweg suchen müssen. Wir werden ihn finden. Diese Leute werden doch froh sein, wenn wir sie nicht der Polizei überliefern. Mach ihnen den Vorschlag. Geschäftsbeziehung zu Ende. Unsere Leistung. Wir schicken ihnen nicht die Polizei auf den Hals. Aber die werden sich nicht drauf einlassen. Vater! Ich muss sie haben, die 100.000 Mark. Vergiss endlich diese absurde Idee. Ich habe Nein gesagt und ich bleibe dabei. Telefon. Sabine möchte Sie sprechen.
Also, was ist jetzt los? Ich bin's. Wie geht's euch? Ja, es geht uns sehr gut. Achim steht neben mir. Willst du mit ihr sprechen? Was höre ich? Mein Bruder will nicht mit mir sprechen. Warum nicht? Wir hatten eine kleine Auseinandersetzung. Kann ich mal einen Moment rausgehen, bitte? Ich hatte sie dann jetzt schon wieder. Also, ich warte jetzt nicht mehr. Gleich nach. Was sagt ihr euch denn da? Entschuldigung. Streitet ihr sehr? Nein, nein, wir schaffen das schon. Dein Bruder muss nur einsehen, dass ich das Beste für ihn will. Na, dein Bestes, Vater. Ich sag nichts dagegen, bestimmt nicht. Aber manchmal hast du... Was habe ich manchmal? Zu viel Verstand. Na, gib zu, du betest deinen Verstand an. Grüß Achim schön. Du weißt, dass er dich liebt. Mehr als ihm gut tut. Sie hat ein wahres Wort gesagt. Ich glaube an meinen Verstand. Und das solltest du auch tun. Kronau. Spreche ich mit Achim, Kronau? Moment, ich gebe Ihnen meinen Sohn. Komm, nimm den Hörer. Vater, das Geld. Gibst du es mir? Ich denke gar nicht daran. Vater, was du weggeschüttet hast, hast du gekauft. So musst du das sehen. Das ist das, was ich sagen muss. Ich muss sagen, mein Vater hat es gekauft. Da hast du denn gar nichts verstanden. Wir müssen das Risiko eingehen. Sie werden klein bei mir. Hallo, hier ist Achim. Ja, hör mal, ich muss euch was erklären. Das ist etwas kompliziert. Können wir uns nicht sehen? Und wo können wir uns treffen? Ist gut. Na, was sagt dein Arbeitgeber? Ich muss gleich losfahren. Wir sind ziemlich unruhig geworden. Ich fahr mit dir. Nein, das geht nicht, Vater. Die lassen sich doch dann erst gar nicht blicken. Vater, mit denen kannst du doch nicht einfach reden, so wie du dir das vorstellst. Also dann, mach's allein. Aber so, wie wir es besprochen haben. Ja. Es ist gut, Vater. Was ist los, Junge? Schussdefekt im Bereich des Herzens. Na, immer noch die alte Masche? So, jetzt wird's heller, ne? Ich habe ihn aber trotzdem nicht ausgeknipst. Haben Sie uns angerufen? Das war ich. Sie gehen noch nicht schlafen, Herr Kronau? Nein, nein. Ich warte noch auf den Jungen. Wie spät ist es? Es ist schon eins. Gehen Sie schlafen, Frau Dessauer. Ist da nicht ein Auto gekommen? Ja, da ist ein Wagen vorgefahren. Warum läutet er? Er hat doch einen Schlüssel. Sind Sie? Kriminalpolizei. Herr Kronau, ja? Ja. Es
tut mir sehr leid. Wir haben keine besonders gute Nachricht für Sie. Sagen Sie, wer ist Achim Kronau? Das ist mein Sohn. Dürfen wir reinkommen? Das seine Papiere? Ja, das sind seine Papiere und Ausweise. Was ist passiert? Es wurde ein Toter gefunden in einer Fußgängerunterführung. Gib mir ein Foto davon. Ist das Ihr Sohn? Er ist ermordet worden. Er wurde erschossen. Schuss ins Herz. Entschuldigen Sie bitte, Herr Kronau, sind Sie in der Lage, uns ein paar Fragen zu beantworten? Wann haben Sie Ihren Sohn zum letzten Mal gesehen? Heute Abend. Er wollte in die Stadt hier. Ich weiß nicht, wen er treffen wollte. Ich hab keine Ahnung. Es tut mir leid, ich kann Ihnen nichts sagen. Bitte, wer sind Sie? Das ist Frau. Das ist Frau Dessauer, meine Haushälterin. Mein Sohn führte sein eigenes Leben. Er studierte. So gut es ging. Ganz nach den Fähigkeiten, die er hatte. Die er zuweilen misshandelt hat. Aber er war ein braver Junge. Er war ein sehr guter Junge, der niemandem etwas Böses getan hat. Das müssen Sie mir glauben. Na gut, ich würde vorschlagen, wir reden morgen mal darüber, wenn Sie sich wieder etwas gefasst haben. Ja, ja, das ist gut. Ich danke Ihnen, Sie sind sehr rücksichtsvoll. Hier ist unsere Karte. Da steht drauf, wie Sie uns erreichen können. Danke, besten Dank. Der Junge ist tot. Der Junge ist tot. Herr Kronau. Sehen Sie sich das an? Liegt da auf dem Boden? Ich verstehe das auch nicht. Sein Leben war 100.000 Mark wert. Was für Sie tun? Nein, nichts mehr. Doch etwas. Sagen Sie niemandem, dass mein Sohn ein Appartement in der Stadt hatte. Gerade angerufen von der Kriminalpolizei. Sabine? Bitte nicht jetzt! Ihr Bruder ist gestern Nacht ermordet worden. Was? Ihr Vater
hat sich daraufhin das Leben genommen. Wo ist das Zimmer von Achim Kronau? Das ist oben. Willi, geht doch mal rauf, schaut euch das Zimmer ganz genau an, ja? Herr Kronau hat noch eine Tochter, nicht wahr? Ja, Sabine. Unser Chauffeur holt sie gerade ab. Sabine. Darf ich Ihnen mein Beileid aussprechen? Bitte. Bitte, Fräulein Sabine. Das Leben genommen. Im Keller, in der Heizung. Er hat sich aufgehängt. Achim? Er wurde in der Fußgängerunterführung gefunden. Saß auf dem Boden, den Rücken an die Wand gelehnt. Man dachte erst, er schläft. Er war tot. Schuss ins Herz. Darf ich jetzt fahren? Sie kommt. Ich bin Sabine Kronau. Inspektor Klein. Mein Name ist Derek. Ich leite die Ermittlungen im Mordfall Achim Kronau. Ich möchte Ihnen mein Beileid aussprechen. Ich danke Ihnen. Ich sage Ihnen gleich etwas. Ich habe gestern Abend mit meinem Vater telefoniert. Ich rufe immer mal abends an. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Wann haben Sie angerufen? Gegen 9 Uhr abends. Mein Vater sagte, er hätte gerade eine Auseinandersetzung mit meinem Bruder. Ich fragte, streitet ihr sehr? Er sagte, nicht sehr. Dein Bruder muss nur einsehen, dass ich das Beste für ihn will. Ich sagte, dein Bestes, Vater. Das Beste ist dein Verstand und du betest ihn an. Geben Sie das Gespräch jetzt wörtlich wieder. Ja, ziemlich genau. Ihr Vater und Ihr Bruder hatten also eine Auseinandersetzung. Wissen Sie, worüber? Nein, sie stritten sich öfter. Kennen Sie das Privatleben Ihres Bruders? Menschen wie er lieben Geheimnisse. Sie denken, es macht sie stärker. Aha. Und noch etwas. Mein Vater hat sich aufgehängt. Passt nicht zu ihm. Weil es nicht zu Verstand des Menschen passt. Sie war sehr gefasst. Ja. Ich glaube, sie tut nur so. Du hast mich gerufen? Was war gestern Abend? Mein Vater und mein Bruder haben sich gestritten. Worüber? Ich weiß es nicht. Wie lange bist du jetzt bei uns? 15 Jahre. Wir kennen uns also alle sehr gut.
Ich kenne dich so gut, dass ich weiß, dass du jetzt gelogen hast. Was war gestern? Ich habe deinem Vater versprochen, nichts zu sagen. Also gut. Dein Bruder hatte ein Apartment in einem Hochhaus. Jemand hat die Schlüssel gebracht, sie müssen da bei den Sachen sein. Ein Apartment? Wo? In einem Hochhaus in der Ringstraße. Apartment 102. Ja, so hat man deinen Bruder gefunden. Die Polizei weiß nichts von dem Apartment? Nein. Bitte. Warten Sie irgendwo und warten Sie auf mich. Genau das hat Ihr Vater gestern auch zu mir gesagt. Da, ich komme jetzt rauf. Wo ist denn der Achim? Egal, wer du bist. Ich brauche was. Ich brauche es ziemlich schnell. Ich kann es doch hier machen, oder? Ich habe es immer hier gemacht. Du das jetzt? Hi, ich bin die Debbie. Ich find's immer besser, wenn man sich kennt. Okay? Okay. Kommission Klein? Ja, das dauert einen Moment, bitte. Stefan? Ja? Sabine Kroner ist im Apparat. Ich habe nicht gewusst, dass mein Bruder in diesem Haus ein Apartment besitzt und mit Rauschgift handelt.
Sehen Sie das Geld? Ich habe auch gerade mit Rauschgift gehandelt. Jemand kam, wie es gewohnt war, mit Klingeln an der Tür. Sie kommen herein, kriegen, was Sie wollen und wissen, wo das Bad ist. Woher kennen Sie das Apartment? Frau Dessauer sagte, dass gestern jemand gekommen sei, mit Schlüssel für das Apartment. Das Schloss ist ausgewechselt worden. So kam es heraus. Und mein Vater war gestern hier. Sie sagten, Sie hätten gerade mit Rauschgift gehandelt? Ja, es lag auf dem Tisch. Nein, es lag auf dem Boden. Es war in dieser Plastiktüte. Ich habe es herausgenommen und auf den Tisch gelegt. Eine junge Frau kam und hat mir dann Geld gegeben. Eine junge Frau? Sie nannte ihren Namen, Debbie. Und ihr wolltet zu ihrem Bruder. Sie wusste nicht, dass er ermordet wurde? Offensichtlich nicht. Nehmen Sie ab. Wenn man Sie fragt, wer Sie sind, sagen Sie die Wahrheit. Ja, bitte? Wer ist da? Sabine Kronau. Mein Kronau ist Ihr Bruder. Ja, er ist mein Bruder. Sie wissen, dass Ihr Bruder uns 100.000 Mark schuldet. Nein, das weiß ich nicht. Sie machen seine Geschäfte weiter? Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Wenn Sie seine Geschäfte weitermachen, dann übernehmen Sie auch seine Schulden. Von was für Schulden reden Sie? Sie werden von uns hören, was wir uns vorstellen. Das haben Sie sehr gut gemacht. Gehen Sie nach Hause jetzt. Wir haben hier noch zu tun. Willi? Ja? Meine Herren? Bitte? Sieht so aus, als war er gut im Geschäft. Sie sagt, der arme Junge. Hat sicher jede Menge Geld gemacht. Und hat eine Menge Schulden. Bei dir. Erinnerst du dich? Sicher erinnere ich mich. Aber da habe ich was noch nicht gewusst. Scheiße, das hättest du mir sagen müssen, dass der Achim tot ist. Ich bin völlig durcheinander. Also, dein Vater hat sich aufgehängt. Ja, er hat sich aufgehängt. Ich habe jetzt mal eine Frage. Kann ich nicht sprechen? Ich meine, ich frage das nur, weil ich denke, das tut mir gut und dir vielleicht auch. Wo treffe ich dich? Am besten du kommst in True Movie. Es ist kein Kino. Es ist in der Gerbergasse 7. Du musst über den Hinterhof kommen, das ist eine Toreinfahrt. Okay.
Patrick. Hast du gedacht, dass ich davor noch Angst habe? Kronau? Geben Sie mir bitte Sabine Kronau. Die ist leider nicht da, die ist in die Stadt gefahren. Wohin? Wohin hat sie nicht gesagt, aber sie ist mit unserem Chauffeur unterwegs. Der hat Autotelefon. Möchten Sie die Nummer haben? Ja, Bekum? Fräulein Kronau ist im Lokal. Ich warte hier auf Sie. Ja, ich stehe im Hinterhof von Blue Movie, Gerbergasse 7. Hier bin ich. Komm mit raus. Steigen Sie mal aus, Herr Becken. Gehen Sie ein bisschen, nur auf und ab. Steigen Sie ein. Sie fahren? Nein, nur ungestört sprechen. Keine Sorge, Herr Beckum, es passiert nichts. Du hast gesagt, es passiert nichts. Ist auch schon was passiert. Ich sitze hier drin. Dein Auto? Es gehört meinem Vater. Aber jetzt gehört's doch dir, oder? Alles gehört doch jetzt dir. Ist doch so. Und dein Chauffeur? Ist der Fahrer von meinem Vater. Ist da draußen, schaut rein. Wie ein Wachhund. Bäh! Aber ich fress dich doch nicht. Das machen andere. Was wollen Sie mir sagen? Dein Bruder hat Heroin für 100.000 in Kommission gehabt. Weißt du, was damit passiert ist? Nein. Dein Vater hat's ins Klo geschüttet. Und dann hat er den Achim losgeschickt. Er soll denen sagen, was er damit gemacht hat. Und dass sie die 100.000 vergessen können. Ich kenne deinen Vater nicht. Er hat keine Ahnung gehabt, was auf der Straße los ist. Das kann man doch mit denen nicht machen. Das lassen die doch gar nicht mit sich machen. Jetzt wollen die das Geld von dir. Und ich an deiner Stelle würde zahlen. Schnell. Wer ist das? Wo kommen Sie denn her? Ich will hier raus. Bleiben Sie im Wagen. Wir fahren jetzt ein Stück weiter. Was soll das? Sind Sie ein Bulle? Ja, ich bin ein Polizist. Willst du meine Beerdigung zahlen? Ich bin verhaftet. Nein, Sie sind nicht verhaftet. Pass auf, dass sie nicht wegläuft. Lassen Sie mich los. Sie haben doch gehört, was mein Chef gesagt hat. Ist viel Betrieb in deinem Laden? Hält sich in Grenzen. Gut. Fräulein Sabine. Warten Sie, Herr Beckum. Ja,
Ja, der Billardraum ist frei. Na fein, fahr übrigens dahin. Ich sag sowieso nichts. Nehmen Sie doch Platz. Möchten Sie was trinken? Wir möchten allein sein. Bitte sehr. Also. Ich sag nix. So, jetzt passen Sie mal genau auf. Ich lasse Sie mit Sabine Kronau allein. Sie wird mit Ihnen reden und Sie werden ihr ganz genau zuhören. Okay? So, was haben Sie sich denn da ausgedacht? Gibt's in dem Puff keine Musik? Nein, nein, nein. Love, what's your face? Love, du glaubst, dass das gut geht? Wir sind Bullen für sie, weißt du, da sträuben sich hier alle Haare, aber sie ist unglücklich. Sabine Kronau ist auch unglücklich. Sie hat ja ihren Vater verloren, sie hat ihren Bruder verloren. Ich nehme an, dass das Unglück beide miteinander verbindet und... Möchten Sie jetzt vielleicht nicht doch etwas trinken? Ja, jetzt möchte ich was. Vielleicht ein Wasser. Und du? Das Übliche. Ich soll dir etwas vorschlagen. Was sollst du mir vorschlagen? Ich möchte dir Hilfe anbieten. Hilfe? Willst du mir den Stoff zahlen? Geld, ja? Nein, das wollte ich dir nicht anbieten. Ich würde dir helfen, davon loszukommen. Es gibt Therapieplätze. Ich würde dafür sorgen. Und du könntest bei mir wohnen. Das haben die dir doch gesagt. Die haben doch gesagt, damit kriegen wir sie. Nein, er hat es ernst gemeint und ich habe ihm sofort gesagt, ich mache das. Therapie. Auch so ein Wort. Jetzt glauben wir mal alle, dass dabei die Sonne aufgeht. Meinst du es wirklich ernst? Das ist mir ganz ernst. Ich soll bei dir wohnen? Ja. Und du hast keine Probleme damit? Nein, ich hätte keine Probleme damit. Was muss ich denn dafür tun? Frag doch mal den Bullen, was ich dafür tun muss. Verlangen? Ja, das weiß ich. Bevor Sie die haben, haben die doch mich. Aber brauche ich keine Therapie mehr. Wer hat denn eigentlich die Pistole in den Rücken gedrückt? Das war Möhle, der Kellner. Ja, der hat gesagt, ich soll mit dir reden. Ich soll ihr sagen, was los ist und naja, dass sie jetzt zahlen muss. Und dann soll ich zurückkommen und Bescheid geben. Was ist das für ein Mann? Das ist nur ein kleiner Dealer. Ein kleiner Dealer. Irgendjemand muss ihm doch einen Auftrag gegeben haben. Ach, und da glauben Sie, dass er mir sagt, wer ihm den Auftrag gegeben hat? Das reicht Ihnen nicht, ne? Dir reicht es auch nicht. Ja, für eine Therapie reicht das natürlich nicht. Trotzdem. Danke. Ich weiß ja, wie es gemeint war, aber... Man muss da nichts durcheinander bringen. Trotzdem tun Sie, was ich Ihnen jetzt sage.
Du hast keinen Scheiß gemacht, oder? Was soll das? Ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast. Wir sind mittendrin in der Sache, bei der es um Kopf und Kragen geht. Um deinen Kopf. Um meinen Kragen. Aber kannst du mir sagen, was das soll? Warum hat das so lange gedauert? Was habt ihr gemacht? Ich krieg hier einen Schrecken. Seh mich schon in Handschellen. War da alles in Ordnung? Komm mit. Ich seh das doch an. Du sollst rauskommen. Das hätte ich mir denken können, dass da was schief läuft. Jetzt sind wir dran. Wir beide. Wer ist draußen? Ein Bulle. Du sollst rauskommen. Ohne viel Theater. Ja. Ich glaube, ich hau ab. Hören Sie, ich bin kein Freund der Polizei. Ziemlich logisch, oder? Aber mein Verstand sagt mir jetzt, dass... manchmal höre ich nämlich drauf. Was sagt denn Ihr Verstand jetzt? Dass man manchmal mit den Wölfen heulen muss. Ach, und die Wölfe sind wir jetzt. Ja. Ich muss jetzt rein, Sie rufen gleich an. Raus. Raus, los! Du auch. Polizei, mach, dass ihr rauskommt! Aber ist es nicht ungewöhnlich leer hier? Wir werden es ja erleben. Das sind Sie. Hallo? Gut, wenn Sie mal in den Waschraum gehen. Der einzige Ort, wo wir ungestört miteinander reden können. Hm. Sie müssen nicht mitkommen. Nein, nein, bleib hier. Stefan, denk dran, ich muss wissen, was los ist. Ja? Sonst nehme ich den Laden hier auseinander. Ist ja in Ordnung. Komm. Aber lass dir bitte noch ein bisschen Zeit damit. Ja? Also, in 10 Minuten gehe ich los. Die Straße runter, rein in den Basteiweg. Wo sie sind, ich weiß es nicht. Sie sind in einem Wagen, der irgendwann dicht neben mir herfährt. Dunkle Scheiben. Sie steigen nicht aus. Können Sie damit was anfangen? Nein, ich glaube, Sie können nichts damit anfangen. Wenn die was merken, die schießen sofort. Auf mich zuerst. Und dann auf alles andere. Wissen Sie, dass ich mich schon tot sehe? Das wird wohl kaum möglich sein. Da stecken Sie das ein und zischen Sie los. Ich verstehe. Sie wollen mir erklären, dass ich keine andere Wahl mehr habe. Ja, das haben Sie aber blitzschnell begriffen. Harry, er geht jetzt los. Gehen den Basteiweg und folge ihm. Die Einsatzkräfte sollen sich bereithalten, den Basteiweg abzusperren. Und lass dein Funkgerät eingeschaltet. Er meldet sich bei dir, sobald er Kontakt hat. Ende.
wissen Sie, dass ich eine Scheißangst habe. Da kann ich Sie beruhigen. Mir geht's genauso. Hörst du mich? Ja, richtig. Hast du alles vorbereitet? Ich kann ganz München absperren. Gut. Ich glaube, sie kommen. Gib Alarm. Pass auf dich auf. Aktion Bienenkorb. Mal her, wir möchten wissen, wo es lang geht. Na, komm schon, komm schon. Besuch. Wie haben wir es denn? Noch Zeit. Nachtvorstellung. Die fangen nicht vor 11 an. Ja, aber sind die mal in 10 Minuten zu Fuß bis zum Kino? Nicht, dass wir das Beste verpassen, oder? Tun wir nicht. Es geht sowieso erst in der Mitte richtig los. Oh, oh, oh. Ungefähr in der Mitte. Von wegen in der Mitte. Ich habe den Film doch gesehen. Schon nach 10 Minuten geht da die Post ab. Wir müssen nur sehr, sehr gute Plätze kriegen. Und was soll das deiner Meinung nach sein? Ja, am besten ganz hinten. Wieso denn hinten? Das ist strategisch richtig. Du hast da einen guten Überblick. Ich meine, du siehst, was los ist und kannst reagieren. Ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie komisch. Dann willst du lieber nicht mitkommen. Kannst hier warten, wenn du willst. Nee, nee, ich komm schon mit, klar. Also los. Hm? Ich telefoniere mal kurz, ja? Warum das denn? Jetzt haben wir keine Zeit mehr. Wenn du Bescheid sagst, dass wir unterwegs sind und losgehen jetzt. Besonders gut ist mir auch nicht. Aber ich weiß, woran ich dann denke. Haben Sie noch irgendwas gesagt? Nee, alles okay. Ja. Wollen Sie noch rein? Ja, ja, dreimal. Möglichst hinten. Haben Sie noch? Ja, habe ich noch. Wie ist denn der Film? Wie soll das schon sein? Schaut ihn euch an, dann wisst ihr's. Sehen Sie sich selbst die Filme nie an? Ich sehe sie öfters, als mir lieb ist. Und, was sagen Sie zu dem?
Ihr geht mir mit euren Fragen auf die Nerven. Oh, das wollen wir natürlich nicht. Willst du hinten sitzen? Ja, achte bis in der Reihe. Nicht. Hier ist jemand ohnmächtig geworden. Hinsetzen! Nimmt der bitte hin. Schalten Sie das Licht ein und halten Sie den Film an. Lassen Sie mich bitte mal durch. Gehen Sie nicht. Dieser Mann hier ist erschossen worden. Rufen Sie bitte die Polizei. Und, was machen wir? Warte mal. Ich will sehen, wie es weitergeht. Danke. In deinem Kino ist ein Mann erschossen worden während der Vorstellung. Also um die Zeit? Nachtvorstellung. Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Voss. Ich bin der Besitzer des Kinos. Mein Gott, ich bin ganz außer mir. Mein Kassierer erschossen im Kino. Man hat mich sofort benachrichtigt. Lassen Sie niemanden raus. Es werden wohl einige schon weg sein. Jetzt, wo die Polizei da ist, wollen wir da nicht lieber gehen? Ja, wieso denn? Ist doch interessant jetzt. Mal sehen, was die rauskriegen. Der Kassierer hat hier seinen Platz. Nur bei der Nachtvorstellung, wenn er die Kasse geschlossen hatte. Er musste ja bis zum Schluss hierbleiben. Abschließend zumachen. Da hat er sich dann hier hingesetzt. Immer hierhin? Immer hier auf diesen Platz? Ja, ich hielt ihm den Platz frei. Immer diesen hier. Ja, warum denn keinen anderen? Ich meine, er konnte sich doch hinsetzen, wohin er wollte. Ich meine, dies war sein Platz. Fünfte Reihe außen. Das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich meine, ich an seiner Stelle, ich hätte mich ganz nach hinten gesetzt. Da, in die letzte Reihe. Der zeigt aber uns, du. Wollen wir nicht lieber verschwinden? Können wir doch gar nicht. Die lassen keinen mehr raus jetzt. Also, Schusswunde, rechte Brusthälfte. Nahschuss, man sieht Schmauchspuren. Vielleicht hat der Täter neben ihm gesessen. Ziemlich sicher sogar. Mhm. Herr Kollege? Schaut mal, die Geschosshülse. Also der Kassierer hat dem Mörder den Platz selbst verkauft. Das ist doch logisch, nicht wahr? Reihe 5. Aber das wird er wohl nicht gewusst haben. So? Ich bin ziemlich sicher, dass er genau gewusst hat, wer neben ihm sitzt. Ach, kann ich Sie mal einen Augenblick allein sprechen? Bitte. Bitte. Können wir jetzt gehen? Bitte bleiben Sie noch, Sie sind ja alle Zeugen. Wir brauchen noch Ihre Personalien. Wo waren Sie, als der Schuss fiel? Ich war draußen im Foyer. Wissen Sie, ich kenne den Film auswendig. Und wann haben Sie gemerkt, dass was passiert ist hier? Als alles schon in hellem Aufruhr war. Ja, also passen Sie mal auf, der Mörder, der hat dort gesessen, neben dem Kassierer. Und er hat ihn erschossen. Den Schuss müssten Sie auch draußen gehört haben. Ich habe nichts gehört.
In dem Film ist eine Stelle, da ist so ein Krach, dass man sich am liebsten die Ohren zuhalten möchte. Der Mörder stieg über den Toten hinweg. Er hat es eilig, das leuchtet ihm noch ein. Er war der Erste, der rannte. Er rannte auf den Ausgang zu. Haben Sie draußen jemanden gesehen, der an Ihnen vorbeilief? Ich habe nur gesehen, als alle plötzlich in Panik waren. Gut. Danke. Der kommt zu uns. Guten Abend. Abend. Eine Frage, als der Film lief, haben Sie da hier gesessen, hier auf diesen Plätzen? Ja, wir haben hier gesessen. Ja, auf diesen drei Plätzen in der Nähe des Ausgangs. Mhm. Ja, ja, hier. Mhm. Haben Sie den Schuss gehört? Den Schuss? Auf der Leinwand war die Hölle los. Da wurde geschossen, das Maschinenpistolen, das war ein reines Feuerwerk. Naja, und der einzige echte Schuss ist dabei natürlich untergegangen. Es tut mir leid. Mhm. Der Mörder, der saß 4 Meter vor Ihnen, ungefähr da. Also, dann ist er über ihn weggestiegen, rannte zum Ausgang, er hat es ja sehr eilig. Also, er muss hier vorbeigerannt sein. Und Sie haben ihn nicht gesehen? Puh, ich habe nichts gemerkt. Ihr? Wir auch nicht. Na gut, danke. Sie müssen das berücksichtigen. Da lief ja gerade die spannendste Stelle im ganzen Film, verstehen Sie? Das war ein Geballe, rein Geknalle. Und die Leute haben alle auf die Leinwand geguckt. Naja, und es kann sein, dass da jemand rausgerannt ist, aber... Ich habe davon nichts gemerkt. Also wir haben davon nichts gemerkt. Einleuchtend, danke. Moment, Sie müssen noch bleiben. Warten Sie mal, haben wir schon Ihre Personalien? Von uns? Ja, von allen. Aber wir können Ihnen doch wirklich nicht weiterhelfen. Das habe ich Ihnen doch eben gerade versucht zu erklären. Aber bitte, wenn Sie unsere Personalien brauchen... Kein Problem. Ist ja fein. Wir erledigen das gleich, dann können Sie gehen. So, Ihre Namen bitte? Werner Schleif. Ausbeck. Hugo Waldeck mit CK. Aha. Beruf? Wir haben keinen, wir sind Schüler, Kollegstufe Gymnasium. Ah ja. In einer Klasse? Ja, eine Klasse. Wird Ihnen der Film gefallen? Der Film? Ach naja, die sind alle gleich, heute ein Haufen tot und so. Ziemlicher Scheiß. Warum schauen Sie sich denn sowas an? Manchmal möchte man einfach wissen, wie weit es geht. Es ging ja ziemlich weit, nicht? Es gab einen wirklichen Toten. Naja, ich könnte jetzt was sagen. Ja, sagen Sie es ruhig. Also, der echte Tote, also ich meine, der im Zuschauerraum, der hat das Ganze irgendwie rausgerissen. Das war sowas wie, naja, die Wirklichkeit eben. Reicht das jetzt? Das reicht. Also, gehen wir, ne? Willi, nimmst du weiter die Personalien auf? Diese drei jungen Leute. Mhm, das sind Schüler. Hast du den Namen? Ja. Die haben im Kinosaal so gesessen, dass sie den Mörder genau gesehen haben müssen. Ich weiß nicht, ob es was bedeutet, aber es ist so. Kümmere dich mal um die Platzanweisung. Ich spreche noch mal mit dem Kinobesitzer. Mhm. So. Herr Voss, wie heißt die Kassierer? Der Kassierer heißt Marnauer. Wie er ist, sein Umgang, seine Verhältnisse, keine Ahnung. Wie lange kennen Sie ihn denn? Er ist Kassierer bei mir seit 5 Jahren. Wenn Sie mich nach seinem Privatleben fragen, er hat keins. Jedenfalls für mich hat er keins. Ganz einfach deswegen, weil ich mich nie darum gekümmert habe. Hat er Familie? Ja, so viel ich weiß, lebt er bei einem Bruder. Er ist geschieden. Jetzt sagen Sie mir mal eins. Was halten Sie von der ganzen Sache? Man erschießt mir meinen Kassierer. Ja, schauen Sie, Ihr Kassierer hatte während der Nachtvorstellung immer denselben Platz. Und ich bin sicher, dass er ganz genau wusste, wer neben ihm sitzt. Wieso, warum? Tja, das müssen wir in Erfahrung bringen. Denn Sie können ja nichts dazu sagen. Nein, absolut nichts. Geben Sie mir die Adresse seines Bruders. Wir müssen ihn ja benachrichtigen. Gute Nacht, Herr Kotschmann. Sie suchen seinen Bruder auf. Nun komm mal. Gib mir einen Cognac. Ich bin ganz fertig. Nehmen wir auch einen. Ein Fehler. Ein Fehler. Ich habe es immer für einen Fehler gehalten. Im
Kino, ausgerechnet im Kino. Was mache ich jetzt? Ich muss seinen Bruder anrufen. Warum? Weil sie zu ihm fahren. Sie suchen ihn ja auf. Das muss ich ihm doch sagen. Was weiß der denn? Himmel, Herrgott, nochmal, was weiß ich, was der weiß? Brüder, es sind doch Brüder. Vielleicht weiß er alles, vielleicht weiß er nichts. Was hier? Herr Manauer? Ja, was ist denn los? Also, mein Bruder ist nicht da. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Ich schlafe bereits, ja? Ja, es ist etwas sehr Unangenehmes passiert. Ihr Bruder ist tot. Er ist ermordet worden, im Kino erschossen worden. Herr Manauer? Hallo? Habe ich das richtig verstanden? Ja, das haben Sie richtig verstanden. Er ist erschossen worden von jemandem, der neben ihm saß. Der Täter ist geflüchtet. Die Polizei weiß nicht, wer es war. Aber sie ist schon da und untersucht den Fall. So, jetzt will ich ihm was sagen, ja? Mit sowas habe ich gerechnet. Ich habe ihm das auch selbst gesagt. Irgendwann mal wird dir was passieren. Ja, aber darüber müssen wir jetzt nicht reden. Die Polizei ist auf dem Weg zu Ihnen. Herr Manauer, Sie müssen sich jetzt ganz genau überlegen, was Sie sagen. Ich hoffe, Sie begreifen es. Naja, ich versuche es mir klar zu machen. Wer hat's ihm gesagt? Ja, sein Chef hat's mir gesagt. Ich habe schon geschlafen, plötzlich klingelt's Telefon. Ja. Dann stehe ich da. Ich weiß gar nicht, wie es mir geht. Weiß auch nicht, was ich sagen soll. Wer war's denn? Wer hat's denn getan? Jemand, der neben ihm saß. Ja, habe ich schon gehört. Also, eins verstehe ich da nicht. Mitten im Kino, so mitten unter den Leuten. Tja, das begreifen wir ebenso wenig wie Sie. Wer war Ihr Bruder? Welche Kontakte hatte er? Können Sie uns irgendeine Erklärung geben, auch wenn sie noch so abwegig ist? Also, hören Sie mal zu, ja? Ich wohne hier bei meinem Bruder, also ich wohne hier, weil es mir schlecht geht. Ja, und nicht, weil ich meinen Bruder liebe. Ich liebe ihn nicht und er liebt mich nicht. Und das heißt so viel wie, ich kümmere mich nicht um ihn und er kümmert sich nicht um mich. Ja, mir war das recht und ihm war es auch recht. So, und jetzt will ich Ihre Frage beantworten, so gut es mir möglich ist. Nein, ich habe keine Ahnung, mit wem er Kontakt hatte. Und schon gar nicht, wer Grund gehabt haben könnte, ihn zu töten. Zeigen Sie uns sein Zimmer. Nächste Türe rechts. Wir werden sein Zimmer untersuchen. Wir werden nachsehen, ob wir persönliche Sachen finden. Unterlagen, also Telefonbücher, Adressbücher und so weiter. Das Übliche. Hm. Machen Sie, was Sie wollen. Ach, wer sind Sie, Herr Manauer? Was tun Sie? Was ich mache? Ich habe nur noch eine halbe Lunge, ja. Arbeiten, das war mal. Bei mir war alles mal. Und das heißt so viel, es ist mir alles ziemlich egal. Mein Bruder ist mir egal und sein Mörder ist mir auch egal. Eine Menge Namen hier in diesem Notizbuch. Komisch. Nur Namen, keine Adressen. Und dahinter
Kreise, Kreuze und Striche. Ein Mann und seine Geheimnisse. Neues über den Toten. Er hatte eine Vorstrafe. Rauschgift. Als Dealer. Man hat einen Dealer getötet? Wer hat denn da neben ihm gesessen? Ein Kunde kann es wohl kaum gewesen sein. Nicht? Der tötet nicht den Mann, von dem er abhängig ist. Vielleicht geht jetzt ein bisschen die Fantasie mit mir durch. Warte mal, die drei jungen Leute, die in der Nähe des Ausgangs saßen. Mir fällt gerade ein, was sie zu dir gesagt haben. Was haben die noch gesagt? Was war das? Also der eine sagte, der wirkliche Tod im Kino, der würde alles rausreißen. Und der hätte etwas zu tun, Moment, wie hat er sich ausgedrückt? Ah ja, mit Lebenswirklichkeit. So ein Quatsch. Die gehen in einen miesen Film, um sich durch einen wirklichen Toten die Lebenswirklichkeit da zu holen? Ich meine, das, was soll denn das? Guten Morgen. Bleiben Sie noch einen Moment stehen, bitte. Da draußen warten zwei Beamte von der Kriminalpolizei. Sie wollen mit Werner Schleif sprechen, mit Horst Beck und Hugo Waldeck. Haben Sie eine Ahnung, warum? Wir drei waren gestern im Kino. Zu so einer Nachtvorstellung, da in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und da wurde jemand während der Vorstellung erschossen. Die Polizei kam. Und alle mussten ihre Personalien angeben. Naja, und wir unsere eben auch. Die wollen uns wahrscheinlich als Zeugen vernehmen. Ja, und das, obwohl wir gestern Nacht schon gesagt haben, dass wir nichts wissen. Tja, ja. Verbrechen. Mord, Mord, Mord. Vom Frühstück bis zum Abendessen. Und jetzt verfolgt uns ein Mord sogar bis hierher ins Klassenzimmer. Ja, da gehen Sie mal raus zu denen. Nehmen Sie bitte Platz und machen Sie Ihre Bücher auf. Tut uns leid, dass wir Sie aus dem Unterricht herausgeholt haben. Das macht doch nichts. Wird es denn länger dauern? Nee, nicht allzu lange. Nur ein paar Fragen. Man hat uns ein Klassenzimmer zur Verfügung gestellt. Kommen Sie. Ja, wir haben natürlich inzwischen etwas mehr Erfahrung über diesen Garcia im Kino. Er war Rauschgifthändler. Wir nehmen an, dass er während der Nachtvorstellung seine Geschäfte abgewickelt hat mit dem Kunden, der jeweils neben ihm saß. Ach ja, da gibt es noch etwas, das wird Sie interessieren. In Ihrer Klasse hat sich ein sehr trauriger Vorgang abgespielt. Eine Mitschülerin von Ihnen ist heroinabhängig geworden. Sie ist auf Entzug. Das wissen Sie, nicht? Natürlich. Wie heißt sie? Na, Kerstin Kraus. Eine Mitschülerin. Naja, da haben Sie ja einiges erlebt. Ja, das ist richtig. Waren sozusagen Zuschauer einer Tragödie. Das kann man so sagen. Wissen Sie zufällig, von wem Sie das Rauschgift bekamen? Keine Ahnung, die stehen doch manchmal schon vor der Schule. Also den oder die Dealer kennen Sie nicht? Nee. Woher denn? Gehen Sie in Ihre Klasse zurück. Die haben irgendwie mit dem Mord zu tun. Mhm. Jedenfalls wissen Sie mehr, als Sie sagen. Nun? Konnten Sie irgendetwas zur Klärung des Falls beitragen? Nee, die haben uns bloß gesagt, dass der Mann, der gestern im Kino ermordet wurde, ein Rauschgifthändler war. Ah ja. Nein, nein, Sie können nicht zu ihr. Worum geht es? Kriminalpolizei, wegen Kerstin Kraus. Man will ihr Fragen stellen. Es geht um einen Mordfall. Nicht jetzt. Da haben Sie den ganz falschen Zeitpunkt erwischt. Die Patientin ist in einer Phase, in der sie unansprechbar ist. Wissen Sie, was diese Menschen auf sich nehmen? Qualen, die ich niemandem wünsche. Ist sie das? Ich weiß es nicht. Die Schreie haben hier keinen Namen. Kerstin, hat es gerade angefangen? Ja, es hat gerade angefangen. Gehen Sie zu ihr, Leila, und Sie nehmen bitte da Platz. Sie verstehen, Sie müssen ein anderes Mal wiederkommen. Ja, ja, ja. Wer ist der junge Mann? Soviel ich weiß, ein Freund des jungen Mädchens. Mhm.
Er kommt jeden Tag, sitzt da, spricht mit dir, redet dir zu. Er hilft dir. Und wir sind froh, dass jemand da ist, der ihr hilft. Hm. Wer ist der junge Mann? Ein Klassenkamerad? Nein, nein, ein Buchhändler, glaube ich. Haben Sie was dagegen, wenn wir ein paar Worte mit ihm reden? Durchaus nicht. Aber verunsichern Sie ihn nicht. Dieser junge Mann ist ein Teil unserer Therapie. Er bringt das Beste mit. Ehe Sie mich fragen, was das ist. Liebe. Danke, Doktor. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Mein Name ist Derek, Kriminalpolizei. Wir ermitteln einen Mordfall. Da ist im Kino jemand erschossen worden, der mit Rauschgift behandelt hat. Ach, Dr. Kabusch. Guten Tag, Dr. Kabusch. Guten Tag. Die Herren sind von der Kriminalpolizei. Ist Ihre Buchhandlung hier? Meine Buchhandlung, wenn Sie so wollen. Die Buchhandlung unserer Schule. Die meisten Schüler kaufen ihre Lehrmittel hier. Wir kennen uns seit, wie lange? Seit mehr als 10 Jahren. Ja. Kann ich Ihnen behilflich sein? Hier soll ein junger Buchhändler arbeiten. Sein Name ist Ludwig Hohmann. Ja, das ist richtig. Die Inhaberin dieser Buchhandlung ist seine Mutter. Ja, ich muss mich jetzt verabschieden. Ich muss zurück in die Schule. Gehen Sie nur, Herr Doktor. Ich rufe Sie an, wenn die Bücher gekommen sind. Danke Ihnen schön. Augenblick mal, Herr Doktor, der junge Mann, von dem wir sprechen. Ist er Ihnen bekannt? Ja, ich kenne ihn. Ach, Sie kennen ihn, näher? Nun ja, ich kenne ihn auch seit Jahren. Warum fragen Sie? Wir haben Ihre Schülerin Kerstin Kraus besucht an ihrem Therapieplatz. Ach ja? Dort trafen wir Ludwig Hohmann und man sagte uns, er sei mit Kerstin befreundet und jetzt will ich gerne wissen, was Sie darüber wissen. Ja, ja, das ist wohl so. Soweit ich gehört habe, ist eine Freundschaft zwischen den beiden. Ja. Mehr ist es nicht, was? Das weiß ich nicht. Das kann sein, das kann durchaus sein. Was wollten Sie von dem Mädchen? Das ist, ich meine, es ist ein Krankheitsfall. Wir wollten Sie vernehmen. Verhören? Mhm. Dieses arme Kind. Naja. Entschuldigen Sie mal, Doktor, wir ermitteln in einem Mordfall, der ins Rauschgiftmilieu hinüberspielt. Wir wollen wissen, von wem bekam sie den Stoff? Wer gab es ihr? Ich meine, was weiß Ihr Freund darüber und so weiter? Wir sind ja auch nur hier, um nach Zusammenhängen zu suchen. Verstehen Sie das? Nun ja. Ich muss jetzt gehen. Entschuldigen Sie mich. Können wir bitte mit Frau Hohmann sprechen? Mein Sohn. Er besucht das Mädchen jeden Tag. Was ist daran interessant für Sie? Es handelt sich um eine tragische Geschichte. Um eine Liebe, die sicher ganz ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich tief. Von der Art, die von normalen Leuten nicht begriffen werden kann. Ganz sicher auch von Ihnen nicht. Was wollen Sie also? Dass Ihr Sohn uns besucht. Der Vorführer hat die Filmstelle eingelegt, bitte. Wo wollen Sie sich hinsetzen? Wollen Sie sich hier hinsetzen, auf diesem Platz? Ja. Scheint ja eine merkwürdige Anziehungskraft zu haben. Natürlich, das ist die seltsame Anziehungskraft eines Mordes. Ach ja, Sie können den Film abfahren lassen. So saßen die also hier, nebeneinander, ne? Eine ganze Weile, ja. Er hatte die Pistole wahrscheinlich in der Tasche, in der Jacke. Hier, braucht's ja nur rauszunehmen. Aber er wartet, weil er will, dass sein Schuss nicht gehört wird. Quasi untergeht im Lärm der Filmschüsse. Das war alles genau überlegt. Bescheid. Ich sagte, die haben hier gesessen und haben genau zugesehen. Hm. Na gut, wenn Kerstin Kraus
immer hier ihren Stoff bekommen hat. Ne? Immer mal hier neben dem Kassierer gesessen hat. Nach Motto Geld gegen Heroin. Und weiter? Na, die ganze Klasse weiß es. Der Freund weiß es. Also Stefan, ich glaube, wir sind ganz nah dran. Dazu müssen wir natürlich wissen, ob sie wirklich hier gesessen hat, auf diesem Platz da. Und ob sie ihren Stoff bekommen hat. Und der Kassierer sie damit auf dem Gewissen hat. Na gut. Na, hat Ihnen die Vorstellung was gebracht? Ja, nicht? Gut, ich bedanke mich herzlich. Bitte. Wir haben Ihre Klassenkameradin Kerstin Kraus besucht. Es geht ihr nicht besonders gut. Sie ist auf Entzug. Wer sich da ein wenig auskennt, der weiß, was das bedeutet, Entzug. Es ist der Kampf des Menschen gegen sich selbst, den er eigentlich kaum gewinnen kann. Irgendwann ist Kerstin Kraus mal der Versuchung erlegen. Sie hat den Stoff bekommen, der, wie Sie sagen, die Welt und die Menschen ein bisschen besser aussehen lässt. Weiß jemand von Ihnen, wann sie diesen Stoff bekommen hat? Na, hören Sie mal, irgendwie müssen Sie noch mitgekriegt haben, was mit ihr los war. Sie haben noch bemerkt, wie sie langsam zugrunde ging. Ist es so? Wie sah sie aus? Ich habe ein Foto von ihr. Schauen möchten. Danke. Bitte. Es ist ein sehr schönes Foto. Oh ja. Es ist ein schönes Foto von einem schönen, gesunden, jungen Mädchen. Wir beide, mein Kollege und ich, wir haben sie besucht. Wir wurden leider nicht vorgelassen. Wir haben sie also nicht gesehen. Wir haben sie nur gehört. Sie schrie. Sie schrie, dass... Das war nicht mehr das Mädchen hier auf dem Foto. Sie hatten das Foto in der Tasche? Ja, ja. Ja, das ist ein Loch da. Ja, das hat hier an der Tafel gehangen. Da. Also so hat's da gehangen? Ja, wochenlang. Also jeder, der an die Tafel musste, der dort arbeiten musste, der hatte ständig das Bild vor sich. Seit wann hängt es nicht mehr da? Seit 3 Tagen. Ach, das war der Tag, an dem Sie und Sie, ja Moment, natürlich auch Sie im Kino waren, in der Nachtvorstellung, sich einen Kriminalfilm angesehen haben, auf der Leinwand und dann im Kino natürlich auch selbst. Das ist jetzt 3 Tage her, ist richtig. Wer hat das Bild abgenommen? Ich. Sie haben es dann in Ihre Brieftasche gestellt. Ja. Sie kennen doch sicher alle diesen jungen Mann, der jede freie Minute bei Kerstin Kraus verbringt. Er steht ihr zur Seite, hilft ihr. Kennen Sie ihn? Er ist Ludwig Hohmann. Ja, wir kennen ihn alle, ja. Kennen Sie ihn gut? Ziemlich. Das ist eine ganz ungewöhnliche Liebe. Total ungewöhnlich, ja? Total ungewöhnlich. Wer besorgt der Kerstin Kraus das Rauschgift? War das der Kassierer da im Kino, der dann erschossen wurde? Wurde er vielleicht deshalb erschossen, weil er ein Rauschgifthändler war? Und weil eines seiner Opfer Kerstin Kraus war, deren Foto hier an der Tafel hängt? Wir wissen nicht, woher Kerstin den Stoff bekommen hat.
Die ganze Klasse kennt den Mörder. Vielleicht ist es sogar einer von Ihnen. Oder ist es Hohmann, der mit der großen Liebe zu einer Heroinsüchtigen. Herr Manauer. Herr Manauer, kommen Sie herein. Hier, bitte. Wir hätten uns gerne schon gestern oder vorgestern mit Ihnen unterhalten. Ja, hab schon damit gerechnet, dass Sie mich noch mal sprechen wollen. Ich habe sogar darauf gehofft, weil die ganze Zeit habe ich mich gefragt, was ich meinem Bruder, schuldig bin oder was er von mir erwarten würde. Na, Sie sagten, Sie mögen Ihren Bruder nicht. Ja, haben Sie sich gemerkt, ja? Mhm. Ja, schon richtig. Ich mag ihn nicht. Aber diese anderen Typen mag ich noch weniger und deshalb. Naja, tot ist er, kann ihm ja nicht mehr schaden. Also, der hat da mit seinem Chef in diesem Kino einen hübschen Rauschgifthandel aufgezogen. Ich höre diese blöden Begründungen auch heute. Es sind Geschäfte wie jedes andere und die Nachfrage ist da, also muss sie auch befriedigt werden. Es wird da keiner gezwungen oder wir achten des Menschen freier Wille. Ist ja nicht so weit her mit diesem freien Willen. Sie wissen also, dass Ihr Bruder mit Rauschgift gehandelt hat. Gut, ich habe eine Frage. Kennen Sie einen Mann, der Hohmann heißt? Ludwig Hohmann. Ist das so einer mit so dunklen, gewellten Haaren? Hat irgendwas mit Büchern oder sowas zu tun? Hat mit Büchern zu tun. Ja, ja, den kenne ich. Der hat ja auch gedealt. Was? Ach, der hat auch gedealt. Ja, ja, ich meine, was war er? Ein Dealer. Guten Tag, Frau Seligmann. Guten Tag. Wir hätten gern Herrn Hohmann gesprochen, bitte. Er ist nicht da. Besucht Herr Kerstin Kraus? Wie jeden Tag. Können wir dann Frau Hohmann sprechen? Darf ich fragen, worum es geht? Ja, entschuldigen Sie bitte, ist das wichtig für Sie? Ja, das ist wichtig für mich. Wie gut kennen Sie Ludwig Hohmann? So gut, als wäre er mein Sohn. Wissen Sie auch, dass dieser junge Mann, den Sie so gut kennen wie Ihren Sohn, dass der mit Rauschgift gehandelt hat? Kommen Sie. Sie wissen es. Erzähl du es. Ja. Der Junge war ein Opfer von schlechter Gesellschaft. Was nichts Besonderes ist. Denn schlechte Gesellschaft ist nichts Besonderes. Das sagte schon der griechische Philosoph Bias, einer der sieben Weisen. Er sagte, die meisten Menschen sind schlecht. Der Junge wurde es. Eine ganze Weile gehört er zu den Schlechten. Eine seiner Kundinnen war Kerstin Kraus. Woher wissen Sie das? Ja, war sie. Das war sie. Aber ab und zu ereignen sich Wunder. Erkenntnisse bieten sich an. Oder sie fallen plötzlich vom Himmel als Belohnung oder als Strafe. Er begann zu lieben, was er angerichtet hatte. Etwas in ihm hatte eine Wendung gemacht. Das Schlechte in ihm hatte eine Wendung gemacht. Ach, Moment mal, tut mir leid. Aber wir sind's wieder mal. Was gibt es denn noch? Naja, es geht um den toten Rauschgifthändler. Dieser Fall liegt bei uns auf dem Schreibtisch und er lässt sich einfach nicht bewegen. Sie haben noch große Pause jetzt. Würden Sie uns diese Zeit bitte opfern? Wäre das möglich? Alle, meine ich, alle. Gehen Sie doch bitte in die Klasse zurück. Ja, ich weiß nicht, ob wir zu Ihren Nachforschungen noch irgendetwas beitragen können, aber bitte, seien Sie doch so nett, gehen wir zurück. Da
Darf ich Ihnen eine grundsätzliche Frage stellen? Was bedeutet Rauschgift für Sie? Ja, es ist der größte Scheiß, den es gibt. Ist das die Meinung aller? Ja, das ist sie. Davon können Sie ausgehen. Wer Rauschgift nimmt, verleugnet die Realität. Irgendwie ist das eine Flucht. Die Flucht der Schwachen. Der Ängstlichen, die irgendwas nicht aushalten. Die die Realität nicht aushalten. Und die traurige Realität sind sie dann selber. Und irgendwo zählt jemand seine Kohle, die er damit verdient. Sehr gut, ja. Haben Sie dieses Thema im Unterricht durchgenommen, Herr Kabusch? Ja, selbstverständlich. Aus gegebenem Anlass. Wegen Kerstin Kraus, oder? Ja, wegen Kerstin Kraus. Kerstin Kraus, die ihr Rauschgift bekam von Ludwig Hohmann. Also das ist die verrückteste Geschichte, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Erst macht er sie süchtig, dann liebt er sie. Er zählt auch kein Geld mehr, denkt nicht daran. Er möchte gern, ja, was möchte er gern? Er möchte am liebsten alle Rauschgifthändler zum Teufel schicken, ne? So wie Sie. So wie jeder von Ihnen. Kommen Sie bitte mal vor. Sie drei. Na, kommen Sie. Tun Sie es. Sie waren ja dabei, als ein Rauschgifthändler zum Teufel geschickt wurde. Sie haben sich die besten Plätze ausgesucht, in der Nähe des Ausgangs, um notfalls dem Mörder behilflich sein zu können, zu verschwinden. Jetzt werde ich Ihnen mal was sagen, was ich zugebe, dass wir hier, und zwar die ganze Klasse, bestimmt nicht traurig waren, als wir gehört haben, dass der Typ, der da im Kino mit Rauschgift gehandelt hat, dass der tot ist. Weißt du, was ich für einen Eindruck habe? Es können alle gewesen sein. Alle. Ja, aber warum haben Sie dann Ludwig Hohmann nicht umgebracht? Ne? Er war doch der Erste. Er war doch der Schuldige. Er ist schuld daran, dass Kerstin Kraus süchtig geworden ist. Warum hat man ihn nicht erschossen? Warum diesen Kassierer? Das war doch nur ein Kollege. Harry, da ist etwas, was wir noch nicht wissen. Ja? Ach, kommen Sie nur rein, Doktor. Danke. Setzen Sie sich. Dankeschön. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie so spät noch habe kommen lassen. Aber ich bitte Sie, Sie werden Ihre Gründe haben. Ich möchte nur vorausschicken, dass ich Sie bitte, nicht von mir zu erwarten, dass ich etwas gegen meine Schüler aussage. Doktor, wir verlangen gar nicht, dass Sie gegen Ihre Schüler aussagen. Es geht um ganz etwas anderes. Es geht um Kerstin Kraus. Sie kennen sie, nicht? Nein, nein, ich meine, Sie kennen sie gut. Ja, selbstverständlich. Sie ist seit Jahren meine Schülerin. Seit Jahren. Dann haben Sie alles miterlebt. Ihren Rauschgiftkonsum, den geistig-körperlichen Verfall. Naja, das ist schon, ich meine, es ist eine Tragödie, nicht? Ja, allerdings. Es war eine Tragödie. Aber wir haben auch, die Klasse und ich, so etwas wie einen Weg aus dieser Tragödie erlebt, durch die Umkehr, durch die Wandlung eines Menschen. Was? Ach ja, Sie meinen Ludwig Hohmann. Ja, Hohmann. Ich weiß nicht, wann und wie sich diese Wandlung bei Hohmann vollzogen hat, aber Kerstin, wir alle, die Klasse und ich, waren Zeuge, wie Sie, die wir schon verloren geglaubt hatten, wieder zu sich selbst fand. Wie sie die Kraft wieder fand, ihren Weg zu gehen. Doktor, wir beide, mein Kollege und ich, wir waren bei ihr. Wir wollten sie besuchen, mit ihr sprechen. Wir haben sie nicht gesehen, aber wir haben sie gehört. Doktor, sie schrie. Sie schrie wie ein Tier. Sie können gehen.
Wir wollen gar nicht, dass Sie gegen Ihre Schüler aussagen. Ne? Gute Nacht, Doktor. Gute Nacht. Sie ist rückfällig geworden. Und nicht durch Ludwig Hohmann. Sondern durch den Kassierer, der in Hohmanns Geschäftsverbindung eingestiegen ist. Ja. Und deswegen musst du sterben. Das ist richtig. Durch wen? Das stärkste Motiv liegt bei Hohmann. Der wollte denjenigen beseitigen, der den Menschen, den er ja gerade begonnen hat zu lieben, rückfällig gemacht hat. Und die ganze Klasse, alle, wussten es. Und aus dem Grunde, weil sie es alle wussten, könnten sie es alle gewesen sein. Einschließlich des Lehrers. Bis auf die drei Schüler im Kino. Soweit ist sie schon. Die Ruhephasen werden länger. Und wenn die Unruhe kommt, dann ist er da. Ich habe großen Respekt vor diesem jungen Mann. Ja, wissen Sie eigentlich, dass er es war, der sie abhängig und süchtig gemacht hat? Ja, ich weiß es. Haben Sie mal drüber nachgedacht? Versucht. Das Einzige, was mir eingefallen ist, jeder Mensch ist auf einer Reise. Und überall sind Wegweiser. Entweder wir sehen sie oder wir sehen sie nicht. Umkehr ist keine Schwäche. Es ist Stärke. Ich nehme Sie vorläufig fest. Sie stehen im Verdacht, den Rauschgifthändler Manauer getötet zu haben. Kommen Sie, Herr Hohmann. Setzen Sie sich. Ist dir nicht gut? Harry, ein Glas Wasser. Manauer hat sie vor der Schule abgefangen. Hat dir gesagt, mach keinen Unsinn. Das Zeug wirst du nie los. Du kommst zu mir. Morgen. Übermorgen. Du bettelst mich an, ich soll dir was geben. Okay. Du kriegst es. Du kriegst es jetzt. Ich hab's im Wagen. Du kriegst den Schuss und dann bist du wieder das, was du sein willst. Ich sag dir zu ihm, nein! Lass sie in Frieden! Die nicht. Wenn die kommt und was haben will, gib's ihr nicht. Nicht ihr. Nicht diesem Mädchen. Er hat nur gelacht. Weißt du, was die wert ist? Und die kriegst du doch nie wieder in ein normales Leben zurück. Die nicht. Also, kochen wir sie ab. Abkochen? Das heißt, er wird sie immer wieder abfangen. Lässt nicht locker. Aber das kann man doch gar nicht verhindern. Ich wüsste schon wie. Ach, wie denn? Den können wir doch einfach hochgehen lassen. Und dann? Dann reißt der Hohmann mit rein. Stimmt, das ist scheiße. Und wenn wir es ganz anders machen? Und wie? Was schlägst du vor? Der bringt Leute um. Warum bringen wir ihn nicht um? Wir tun's doch für Sie. Für Sie. Für Sie. Lass ihn in die Zelle bringen. Kommen Sie hoch.
Die Mädchen gehen bitte raus. Bitte. Also, wer es nicht kann, ich meine, wer es irgendwie nicht fertig bringt, der kann jetzt auch rausgehen. Es ist ganz klar, dass wir es keinem Übel nehmen, ja? Irgendwie sind wir uns doch alle über die Bedeutung klar, stimmt's? Manni, sieh's dir an. Komm, geh raus. Versteh mich richtig, Marco. Also, wer noch? Keiner mehr? Niemand zeigt, was er gezogen hat, klar? Er behält es in der Hand. Und, wer fängt an? Wir haben gehört, Sie haben Hohmann verhaftet. Hat er gestanden? Nein, er hat nicht gestanden. Hat er Ihnen die Geschichte erzählt mit den Streichhölzern? Was für eine Geschichte ist das? Ach, Sie kennen sie noch gar nicht. Okay, gut, dann erzählen wir sie Ihnen. Habe ich Ihnen alles erzählt. Wir, die Klasse, die ganze Klasse, wir haben beschlossen, wir haben gesagt, dieser Mensch darf nicht mehr weiterleben. Ja, glauben Sie mir, ich weiß, was ich sage. Wir haben beschlossen, einen Menschen zu töten, um einen anderen Menschen zu schützen. Verstehen Sie? Deswegen auch diese Geschichte mit den Streichhölzern, weil niemand sollte erfahren, wer es getan hat. Einer von uns hat's getan, ja, aber ich weiß es nicht und die beiden wissen es auch nicht und niemand weiß es. Und was ich denke ist, sie werden es auch nie erfahren. Es hat eine Waffe gegeben. Ja, sie wurde besorgt und auf das Pult gelegt. Ja, bis irgendeiner kam und sie da weggenommen hat. Und keiner weiß wer.
Was sollen wir denn jetzt Ihrer Meinung nach tun? Sie haben sich doch da sicher gewisse Vorstellungen gemacht, nicht? Ja, ich meine, wir meinen, dass Sie sich vielleicht damit begnügen sollten, es zu tun zu haben mit einem unlösbaren Fall. Das wäre doch das Beste. Sie sind verrückt, ne? Was für eine Welt haben Sie sich da zurechtgelegt? Gesetze, die Sie selber erschaffen? Urteile, die Sie selber fällen? Was ist denn das eigentlich? Ist das die Anarchie der Guten oder was ist das? Die Guten, die selber bestimmen, dass sie die Guten sind. Die niemanden fragen. Womit alle Gesetze außer Kraft gesetzt sind. Los, gehen Sie jetzt. Raus hier. Na los, gehen Sie! Das ist so unglaublich. Eine ganze Klasse steht wie ein Mann hinter dem Mörder. Ne? Was liefern Sie uns? Einen unlösbaren Fall. Lass mal den Homer mal. Herr Homer, bitte. Setzen Sie sich. Also, wir haben die Geschichte jetzt erfahren, die Geschichte mit den 17 Streichhölzern. Es waren keine 17, es waren 7. Okay, waren es 7. Welche Streichhölzer haben Sie gezogen? Na, war es nicht das Kurze? Sie gehören nicht zu den Leuten, die andere das tun lassen, was ihre ureigenste Angelegenheit ist, wissen Sie? Es ist Ihre Angelegenheit. Und damit ist es auch Ihr Schicksal. Ich hab's gezogen. Dr. Kabusch. Entschuldigen Sie, dass ich hier einfach so eindringe. Was hat Ihnen Herr Hohmann erzählt? Er ist dabei, ein Geständnis abzulegen. Ach. Mein guter Junge. Herr Derrick, ich möchte eine Aussage machen. Ich kam nachmittags in mein Klassenzimmer. Auf dem Pult lag eine Pistole. Ich habe mich davor gesetzt und gewartet und über meine jungen Leute nachgedacht. Dann ging die Tür auf. Kommen Sie nur. Wollten Sie das da wegnehmen? Wissen Sie, meine Klasse, das sind meine Kinder. Ich musste sie befreien aus dieser aberwitzigen Situation. Ich musste sie befreien aus dieser brutalen Überforderung. Ich habe die Pistole genommen.
Thank you.